Moin Fangemeinde, heute spielen wir Empyrion Galactic. Version 1.7 ist draußen. Ne. Ja, wie ihr seht, ich habe 1.7 schon mal gespielt, aber mit euch fange ich ein neues Game an als Singleplayer. Im Survival Mode. In einem Riesenplaneten. Ich würde einen Wüstenplaneten bevorzugen. Sumpf mag ich nicht, da werde ich depressiv. Eis auch nicht schlecht. Mit was kämpfen wir lieber? Sauerstoffmangel oder Temperatur? Ich bin dafür. Difficult Setting in Medium. Boah, das lassen wir so. Medium. Medium, Medium. Alles gut. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir so. CPU Points. Machen wir an. Master Volume machen wir an. Es soll nicht zu leicht werden. Keep Inventory und Death. Toolbar Items. Ja. Das sollte doch bleiben. Okay. Auf geht's. Los geht der wilde Ritt. Ich bin gespannt, was sich so an neuer Grafik alles getan hat. Ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr gemacht. Habe jetzt bei 1.7.0 mal ein bisschen Probe gespielt, um diese Geschichte mit dem Wasser auszuprobieren. Habe dann mal auf einem Server gespielt. Aber irgendwie bin ich da auch nicht weiter vorangekommen. Und habe gedacht, machen wir doch mal wieder ein Video. Und völlig neu. Let's play, ja, aber let's play and talk. So, wie lange will er mich noch warten lassen? Da. Oh. Da hinten ist Wasser. Wasser ist gut. Da hinten sind Wracks. Wracks sind gut. Das sind Bäume und ein Wrack. Versuchen wir mal ein bisschen in diese Richtung zu kommen. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Auf den großen Stein. Da boomt. Ah, da hinten ist schon die Funkstation. Das ist. Na. So, das ist mein Inventar. Gut. Essen ist wichtig. Sprit brauchen wir es später. Tja, was liegt denn noch so rum? Nichts. Einfach hübsch. Hier gibt es reichlich zu futtern. Austern nur in den Monaten mit F. Also verhungern werden wir hier nicht. So sieht das nicht aus. Ja, stachelig das Ganze hier. Ah. Herbal Leaves.
Na gut. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal in Richtung Wasser. Wasser macht Sauerstoff. Dass wir ein Futter unterwegs sammeln können, nehmen wir mit. Kurzer Besuch an den Wracks, um zu sehen, was da zu machen ist. Da hinten läuft Fleisch rum. Ja. Oh, dabei fällt mir auf, wir haben gar keine Pistole, wir haben gar keine Waffe. Wir sind völlig unbewaffnet. Das sollten wir schleunigst ändern. Immerhin haben wir was zu futtern. Und noch mehr Medizin. Energy Pills. Na gut. Oh, wir haben hier immerhin schon einen Anzug an. Ja, Anzug macht Sinn. Weil ohne Anzug kein Sauerstoff. Wie steht es denn hier mit Eisen? Irgendwo müssten wir doch mal irgendwie Metall herkriegen, damit wir Konstruktoren bauen können. Warte, sich das Ding bewegt eben. Guck mal, das bewegt sich. Cool. Die waren früher auch nur einfach so in der Gegend rumgestanden. So. Ich denke mal, an Essen werden wir nicht mehr. Essenmangel ist nicht mehr unser Problem. Da hinten ist das Wasser. Und es ist flacher. Obwohl Wasser ist ja, glaube ich, gar nicht notwendig, um O2 zu generieren. Das macht er ja auch so aus der Luft. Wir könnten uns also auch hier irgendwo einfach niederlassen. Bleibt aber immer noch das Problem der Rohstoffe. Da unten liegen Steine rum. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als wenn wir hier was ernten könnten. Jawohl. Stain. Salvage. Also. Eisen, Eisen, Eisen. Ich sehe Eisen. Juhu. Ja, danke. Ein Explorer-Token. Mal sehen, was die uns bringen. Wenn es so weit ist. Wollten wir langsam. Survival Constructor. Constructor haben wir noch nicht. Warte, Kondense. Ach, wir haben noch nichts freigeschaltet. Das müssen wir jetzt auch noch. Tools. Constructor. Heater Cola. Da verschwenden wir jetzt keine Punkte drauf. Aber Waffen.
Wahlwürfe könnten wichtig sein. Und gleich mal zwei Konstruktoren bauen. Haben wir noch Erz dafür? Dann ja. Futter. Wenn wir schon genug haben, sollten wir auch was davon nutzen. Und dann wird es Zeit, sich irgendwie um eine Basis zu kümmern. Eine Bleibe für die ersten Nächte. Was haben wir denn hier? Ist das eine Kiste? Nein. Ist hier eine Kiste? Nein, es gibt keine Kiste. Ja. Sieht ja interessant aus, aber nützt uns nicht wirklich was. Das ist doch die Kiste. Kann man die einfach benutzen? Dinge, die wir nun nicht unbedingt dabei schleppen wollen. Okay. Story Token. Medizini. Ein bisschen Futter in Reserve schadet nicht. Den mal auf. Füllen Sprit da rein. Das ist schon mal gut. Was brauchen wir denn um? Da holen wir mal ein bisschen, was wir brauchen. Ja. Und bauen uns die Shootgun. Und wir brauchen Kupfer für die ersten. Herrje. Ach, herrje. So. Guck mal, davon werden wir satt und gesund. Vegetarische Ernährung bringt Punkte. Na, guck mal an. So, da haben wir doch eine Menge gelernt. Das tun wir im Rucksack, das tun wir im Rucksack. Das bewahren wir als Notverschluss auf. Portable Leader und Cola. Dann stellen wir auch erstmal hier hin.
Ja, nicht schlecht. Macht es etwas kühler hier. Sauerstoff, Sauerstoff. Eisenplatten. Schwuppdiwupp, haben wir. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. 90 Stahlplatten auf einmal. Gut. Wir haben eine Shootgun. Wir kommen aber nicht weiter, weil wir kein Kupfer haben. Kupfer. Wir müssen Kupfer suchen. Kupfer und Holz. Holz brauchen wir, um Benzin zu machen für den. Ja. Holz für Benzin. Kupfer für Munition. Das ist jetzt wichtiger. Sauerstoff ist wichtiger als Munition. Futter nicht. So. Wo haben wir denn die größten Chancen, Essen zu finden? Da liegt doch Kupfer. Da ist es doch. So. Mehr davon. Dödödöd. Gut, sehr gut. Alien Sound brauchen wir, glaube ich, nicht sammeln. Ne? Kann man, glaube ich, nichts mit anfangen. Warum gab es hier oben jetzt einen Kupferbrocken? Und wo sind die anderen? Aha, Jetpack. Müssen helfen, wenn wir schon hier sind. Ah, Gewicht. Da müssen wir natürlich aufpassen, wie viel haben wir denn jetzt? Es geht ja noch 134 von 600 möglichen. Kupfer, wo bist du? Oh. Die sehen ungemütlich aus. Mit denen will ich jetzt noch nichts zu tun haben. Eisen. Ist ja an sich nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr Kupfer. Deposit. In 114 Metern. Das ist jetzt natürlich verlockend, hier reinzulaufen. Und sich hier erstmal ein bisschen Kupfer zu ziehen.
Tja, wenn hier kein Kupfer oberirdisch liegt, werde ich es mir erstmal unterirdisch holen. Wie war denn das mit der Drohne? Upsi! Nicht fallen lassen. Leute, Drohne. Drohne. U war der Helm, J das Jetpack, K. Nein. Jetzt muss ich doch glatt nachgucken, wo ich meine Drohne versteckt habe. Das allerliebste aller Werkzeuge. Player Drone, F5. Siehst du mal. So einfach ist das. F5. Terrorisiert mich hier die Katze. Lala. Wunderbar. So, Boden wurde. Irgendwo da ist es, ne? Ja. Helm auf. So. Wie, ich habe no oxygen to breathe. Alter Schwede. Ich dachte, ich habe nur den Helm ab. Ich habe es verbraucht. Jetzt wird es aber richtig lustig. Meine Güte. Das war knapp. So. Also. Und das alles nur wegen der Suche nach Kupfer. Jetzt noch in das Loch einfallen, das wäre perfekt. So, wie habe ich denn hier das Kupfer gefunden? Wenn ich das Tool in der Hand habe, dann kann ich das Kupfer sehen. Das ist also fast schon wie ein. Detektor. Wenn man das richtige Werkzeug in der Hand hat, findet man auch das richtige Material. Guck mal an. So. Na, wo ist es denn? Ist da. So, wir werden jetzt hier nicht allzu viel davon abbauen. Machen wir das Nötigste, damit wir Munition bauen können und damit auf der sicheren Seite sind, für die Nacht gewappnet. Denn wir müssen jetzt gleich auch noch zurücklaufen und idealerweise noch ein Zelt bauen.
So, was haben wir jetzt? 51, das reicht. So, Hoshi. Da hinten ist er hin, ja. Da ist die Station, da ist irgendwo das Wrack gewesen, da. Da erscheinen Dinge auf dem Radar. Planfarbes. Ach du Scheiße. Gut, dann brauchen wir erstmal Planfarbes, um daraus dann ein Zelt zu machen. Ja, da stehen unsere Konstruktoren. Und dann haben wir es auch geschafft für heute. Aufregend für die erste Session. Aufregend, aufregend, aufregend. Du kriegst das ganze Holz. Du machst jetzt erstmal Planfibers. Und danach machst du Benzin. Für mehr Sauerstoff. Du musst jetzt die Planfarbe ist und brauchst mir erstmal ein Zelt. So, die muss ich hier haben. Und dann brauche ich ein Zelt. Zelt. Und dann nimmst du Erz und baust mir Munition. 1, 2, 3. Dreimal 30 sind 90. Ja, davon auch ein bisschen mehr. Und warum kann ich die Assault Rifle noch nicht? Mir fehlen mechanische Komponenten. Mechanical Components. Was brauche ich denn dafür? Ach, ein Bike könnte ich auch mal bauen. Mechanical Components. Werkstoffen. Steel Plates. Hatte ich doch. So viele. Sind sie? Und du baust. Electronics. Oh je, yeah. Was fehlt denn jetzt für Electronics? Electronics. Electronics. Silicon. Ach du Schande. Aber ich habe doch Erde. Crushed Stone. Aus Crushed Stone kann ich Silikon machen. Ne? Da war 11. Ich glaube, es ist 1. Nee. Eine Elektronik braucht. Ein Silicon Ingot und das Ingot braucht 5 Ohr, das heißt, ich komme da nicht hin. Gut, ich habe erstmal Munition dafür und ich habe ein Bike. Damit kommen wir weiter. Und wir haben ein Zelt. Ich denke mal. Soweit, so gut.
Comfortable and satisfied. Na, was soll's? Was will man mehr? Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. So. Damit kann man sich abkühlen. So, ich würde sagen, das war eine gute erste Runde. Und mit diesem tollen Sonnenuntergang werde ich mich in dieses Zelt legen. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.